Grüß Gott, beautiful Menschen, Servus. Liebe Leute, immer wieder stelle ich fest, dass mich Menschen nicht richtig verstehen. Deshalb gibt es heute dieses Video, um Missverständnisse auszuräumen. Manche Menschen fragen sich, ist er wirklich ein Franziskaner? Macht er sich lustig über die Kirche? Fügt er unmöglich der Kirche dadurch Schaden zu? Sag mal, ist er wirklich ein Priester? Ich rappe, ich singe auch religiöse Lieder, aber ich singe auch nicht so religiöse deutsche Lieder. Ich spiele Fußball im Habit, ich singe auf Englisch, auf Indisch, lustige Lieder, Interviews, etc. etc. Ich bin Sandesh Manuel und lebe seit einigen Jahren in Österreich. Mittlerweile gehöre ich der österreichischen franziskanischen Provinz an. Hier studiere ich Jazz und Pop. Und ja, ich bin wirklich ein Franziskaner und ein geweihter Priester. Franziskaner bin ich schon seit 25 Jahren und vielleicht ist das etwas wie ein Jubiläumsvideo. Ja, ich wurde 2009 zum Priester geweiht und ich bin 2013 nach Österreich gekommen, um Musik zu studieren. Ich war hier eingeladen von dem damaligen österreichischen franziskanischen Provinzialpater Oliver Rugenthaler und ich bin sehr, sehr dankbar. Okay, lass mich das deutlich erklären. Hör mal zu. Ich bin ein Mensch, der für einen guten Zweck brennt. Schon als ich mit 17 Jahren in Kloster eingetreten bin, war die Musik für meine Berufung sehr, sehr wichtig und hat mich immer begleitet. Die Musik war für mich ein Instrument, mich auszudrücken, einfach Dinge zu sagen, was keine Sprache ausdrücken kann. Musik ist eine neutrale Sprache. Sie verbindet Menschen, genau wie auch Humor die Menschen verbindet. Musik und Humor kennen keine Grenzen. Sie sprengen und überwinden Hindernisse. Wir bleiben im Moment, wenn wir lachen, und das ist sehr spirituell. In Indien habe ich schon Konzerte gegeben und CDs aufgenommen. Und während der Messe habe ich Gitarre gespielt und gesungen und ich habe meine Predigten ganz anders gestaltet. Ich habe mit Menschen oft meine Predigten gespielt, dargestellt, veranschaulicht. Das war meist sehr lustig und ich habe das auch schon in Österreich gemacht, in Wilten, in Tirol beim Herz Jesu Fest. Die Menschen haben gelacht und sie haben verstanden, was ich mit meiner Darbietung gemeint habe. Und ich bin sicher und weiß es, dass sich viele noch an meine Predigt von vor fast einem Jahr erinnern. Die sogenannten Insiders, die nur die Fotos gesehen haben und mich nicht gekannt haben, waren voll wütend. Was läuft hier? Deswegen gibt es dieses Video. Einander kennenzulernen ist sehr wichtig, bevor wir in Vorurteile springen. Zu meinen Messen in meiner franziskanischen Pfarrei in Indien, in der ich als Kaplan wirkte, kamen oftmals bis zu 2000 Leute. Und das ist nicht übertrieben. Die ersten 4-5 Jahre in Österreich waren nicht leicht für mich. Ich musste erst einmal alles kennenlernen, die Sprache, die Kultur, das Essen, das Klima. Ich musste mich anpassen. Darum kann ich auch Flüchtlinge sehr gut verstehen, wie sie sich fühlen, wenn sie in einem fremden Land ankommen. Als ich nach Österreich kam, hatte ich anfangs wenig Freunde und verfiel in eine Depression und wollte sogar wieder zurück nach Indien. Nach 6 Monaten in Salzburg hat Gott es wunderbar gefügt, dass mein Provinzialpater Oliver gemeint hat, ich solle mir Zeit lassen und zum Studium nach Wien gehen. Und in Wien habe ich mich zu Hause gefühlt, weil es ist fast wie in Bangalore, Leute auf der Straße, Stadt, etc. 2017 lernte ich meinen Musikproduzenten Elias kennen. Wir haben über Gott und die Welt philosophiert und er war so interessiert an dem, was ich denke und hat gemeint, ich solle doch einen YouTube-Kanal machen. So kam es, dass wir Musikvideos produzierten, die sehr bald beliebt wurden. Jeder braucht etwas, was er gerne mag und was ihm gefällt. Und das hat mir wirklich gefallen. In der indischen Spiritualität geht es immer um die Person. Es geht darum, sich selbst gut kennenzulernen und auch etwas gut zu können. Dann kannst du es auch mit dieser Welt teilen. Ja, liebe deine Nächsten wie dich selbst. Im indischen Sprachverständnis ist es so, liebe dich selbst und dann die anderen. Das ist absolut nicht egoistisch gemeint. Wenn du selbst nicht gut bist, dann kannst du auch nicht Gutes mit der Welt teilen. So habe ich begonnen, Dinge zu tun, die mir wirklich gefallen. Ich habe nur ein Problem.
Ich bin einfach ein bisschen zu vielfältig. Zur Menschlichkeit gehört so vieles dazu, sich mit den Leuten treffen, mit ihnen lachen, mit ihnen reden, mit ihnen auch weinen, mit ihnen ein Gläschen Wein trinken, über alles mögliche diskutieren, auch die Messe zelebrieren, wandern, Spaß haben und vieles mehr. Ich habe festgestellt, jeder lebt in seiner eigenen Blase hier auf dieser Welt. Jeder Einzelne denkt, dass er Recht hat. Es ist aber jetzt die Frage, endlich, wann kommen wir zusammen? Wann lassen wir diese Blasen zerplatzen? Wann sagen wir endlich, hey, du bist ein Mensch, ich bin ein Mensch und lass uns den Weg zusammen gehen? Das ist für mich viel wichtiger, als zu sagen, ich habe Recht und du sollst mir folgen. Hier in Europa sind die Kirchen leer. Gut, hier ist die Bevölkerungsdichte nicht so groß wie in Indien. Und wenn auch die Kirchen früher voll waren, heutzutage sind kaum noch 10 Leute bei der Messe. Ich möchte Leute ansprechen, die der Kirche fernstehen. Wir haben doch in unserer Kirche etwas Wichtiges zu bieten. Was Jesus uns gesagt hat, das macht mich zum Christen. Deshalb bin ich ein Franziskaner. Jesus ist so menschlich, und diese Menschlichkeit hat mich inspiriert und gefällt mir. Ich schau jedes Mal in wenige Gesichter. Warum ist die Kirche leer? Warum beten sie nicht mehr? Sag mir, beten sie zu Hause? Oder geht es um den Glauben? Und auch Heiliger Franziskus hat mich sehr beeinflusst. Er hat mir gezeigt, wie ein Mensch werden kann. Wenn ich meinen Freund oder meine Freundin auf Indisch frage, hey, Utaita Chanagidira, dann werden sie mich nur groß und fragend anschauen, weil sie mich überhaupt nicht verstehen. Was war das denn? Genauso ist in der Kirche, da wird eine Sprache gesprochen, die vor allem die Jugendlichen nicht mehr verstehen. Außerdem hören diese Jugendlichen auch ganz andere Musik. Dann kommen sie in die Kirche und hören Orgelmusik. Was auch schön ist, aber sie verstehen das nicht. Ich habe unter jungen Menschen eine Umfrage gemacht, warum sie nicht mehr in die Kirche kommen. Ihre Antworten waren meist, dass es da zu langweilig ist, dass sie die Gebete, die Predigte sowieso nicht verstehen, dass sie das einfach nicht interessiert. Da würden sie lieber am Sonntag etwas länger schlafen. Es wäre einfach zu sagen, ihr jungen Leute, ihr müsst euch anpassen. Ihr müsst in die Kirche kommen. Wir haben das Beste zu bieten. Nein, so dürfen wir es nicht machen. Wir müssen unsere Sprache, unsere Musik adaptieren, dass wir in der Kirche auch verstanden werden. Damals war Orgelmusik in der Kirche und draußen in der Welt hat Mozart gespielt. Und das hat zusammengepasst. Aber heute, wir haben das gleiche Musik und draußen musizieren Robbie Williams und Eric Clapton und weiß ich was. Die Leute, die nicht in die Kirche kommen, wissen überhaupt nicht, wer Heilige Josef ist. Und die meisten Leute, die in die Kirche kommen, wissen überhaupt nicht, wer Billie Eilish ist. Und ich stehe in die Mitte und ich möchte eine Brücke bauen. Die Kirche ist in einer Krise. Das wissen und sehen wir. Die diversen Kirchen bei uns im ersten Bezirk in Wien werden wohl von vielen Touristen besucht, aber nicht von den Menschen, die hier wohnen. Kirchen sind Sehenswürdigkeiten geworden, aber wir fühlen sich nicht zu Hause. Und trotzdem sagen die meisten, ja, das war immer so, Krisen gab es immer wieder, aber wir haben das alles überwunden. Hallo? Der Wecker läutet. Die Kirchen sind heute verkauft, zum Beispiel an einem Restaurant in Amsterdam und der teuerste Tisch dort ist der Altar. Da gibt es eine Kirche, die in ein Museum umgewandelt wurde. Der ORF hat vor kurzem gepostet, dass eine Kirche an einen Zirkus verkauft worden ist. Wie viele Kirchen wurden schon verkauft, weil sie nicht erhalten werden? Mein Name ist Sandesh und Sandesh bedeutet frohe Botschaft. Ich fühle mich berufen, diese frohe Botschaft rüberzubringen. Wichtig für mich ist, die Botschaft mit Humor zu verteilen. Zum Beispiel mein Video, das Telefonbuch Polka, hat
keinen tieferen Sinn, sagen so viele Leute. Aber trotzdem stelle ich am Ende die Frage, schauen Sie das Video an. Ich jodle auch gerne für den Frieden, um in die Gesellschaft integriert zu werden und diese Kultur hier kennenzulernen. Wenn die Leute dieses Video anschauen, dann lachen sie. Sie haben Freude, dass ich als Inder ihre Kultur kenne. Ich mache dieses Video auch, um die Menschen zum Lachen zu bringen. Man muss aber auch verstehen, ich muss das nicht machen. Ich bin ein Priester, wenn ich Dienst habe und meinen Messe lese und Beichte höre, dann habe ich meine Schuldigkeit auch schon getan und ich bin fertig. Aber ich brenne für diese Botschaft, für die Botschaft der Menschlichkeit. Wenn jeder denkt, dass er Recht hat, dann ist das wie in der Politik. Dann kommt es zum Streit und dann gibt es Krieg. Den Weg überall mitzugehen, weil es immer schon so war und weil man es allen recht machen will. Nein, das ist nicht der Weg. Viele Religionslehrerinnen und Lehrer in Österreich und Deutschland spielen meine Videos auch in ihrem Unterricht in den Klassenzimmer. So komme ich auch in Schulen zu jungen Menschen, wo ich sonst nicht hinkomme. Ich wäre gerne persönlich dort. Ich möchte Konzerte spielen und den Menschen von Angesicht zu Angesicht gegenübertreten. Das wird vielleicht noch kommen. Jetzt muss ich erst einmal noch mein Studium beenden. Warum studiere ich überhaupt Jazz und Pop und nicht Orgel? Ich möchte Leute treffen, ich möchte zeigen, dass ich ein Teil der Gesellschaft bin. Ich studiere Musik und das hilft mir bei meinen Videos auch. Andererseits hilft mir die Arbeit bei den Aufnahmen auch wieder bei meinem Studium. Gerne teile ich dann meine Arbeiten. Wir sollen einander als Menschen begegnen. Gleich welche Hautfarbe, gleich welche Kultur, gleich welche Sprache, gleich welche Religion. Rassismus erlebe ich auch in Wien, aber ich sage, es gibt es auf der ganzen Welt gute und schlechte Menschen. Zum Beispiel, eine Frau von unserem Kloster fragte mich, was ich denn hier wolle, ob ich nicht wüsste, dass hier ein Kloster für Mönche wäre. Sie war sehr überrascht, als ich ihr sagte, dass ich ein solcher Mönch wäre und hier wohnen würde. Ein schwarzer Franziskaner. Ja, ich habe das Problem, dass ich keine bestimmte Zielgruppe habe. Meine Zielgruppe ist die gesamte Menschheit. Mir geht es um die Menschen, um die Botschaft, die ich verbreiten will. Deshalb bitte ich euch ja um Hilfe. Es ist gut, wenn ihr meine Videos teilt, wenn ihr kommentiert und eure Meinung sagt. Es ist wichtig für mich. Ich habe auch schon Benefizkonzerte gesungen, wo der Erlös einem guten Zweck zugeführt wurde. Feuerwerk, Rote Kreuz, Rollende Engel, etc. etc. Das steht mir als Priester ja gut an, das zu tun, oder? Ich komme in Kreisen, wo normalerweise kein Priester kommt. Wenn ich mit meiner Musik und Humor das machen kann, dann finde ich das super. Ich habe schon als Kind begonnen zu malen. Ich habe einige Kurse absolviert und im Sommer habe ich in Wien einen interessanten Kurs über Proportionen absolviert. Hast du gewusst, dass deine augenstreckten Arme genau die Körpergröße vom Kopf bis zu deinem Fuß ist? Durch das Aktzeichen und Malen haben wir den menschlichen Körper in all seinen Proportionen und in all seiner Schönheit kennengelernt. Ein Mitbruder hat mich ermutigt, diese Bilder auf die Website zu stellen, weil wir doch alle Geschöpfe Gottes sind. Manche werden sich jetzt fragen, wie kann ein Priester eine nackte Frau, einen nackten Mann zeichnen oder malen? Solltest du diese Frage wirklich stellen? Dann schließe in Zukunft die Augen, wenn du großartige Kirchen oder Abteien besuchst und dort die Werke großer Künstler bewundern willst. Auf meinem Instagram-Account habe ich in meinem Profil geschrieben, ich bin out of the box Franziskaner. Ich bin eben ein bisschen außergewöhnlich, ein bisschen verrückt, aber nicht out of the world. Besonders hier in Österreich und Deutschland zeichnen 93,45% der Priester ein ganz eigenes Bild. Ernst, zurückgezogen, hinter Mauern, beten,
Man kann sagen, wir Priester sind so abgesondert von den Menschen, dass wir dann ja auch nicht mehr wissen, worum es in dem weltlichen Leben überhaupt geht. Das hat Nachteile und Vorteile. Ja, ich bin ein Mönch und ja, ich bete auch gerne, aber ich gehe auch in ein Fitnessstudio, ich laufe, ich betreibe Sport, ich trinke auch gerne mal ein Bier. Erstmal, ich bin ein Mensch, dann ich bin ein Franziskaner, dann ein Priester. Ich bin ein Mensch, der mit und für Menschen da sein will, der Menschen kennenlernen will und mit den Menschen in Bewegung sein will. Das ist wichtig für mich als Priester und Franziskaner. Und das ist wichtig auch für die Kirche. Wenn die Kirche sich da verweigert und sagt, nein, wir nur knien und beten und nur ziehen uns zurück, dann ist das in meinen Augen ein bisschen egoistisch. Wenn wir nicht für Menschlichkeit da sind, wenn niemand einen Akzent setzt, um aus seinen bequemen Kreisen herauszukommen, dann verliert die Kirche immer wieder. Meine Mission ist es, für Menschen da zu sein. Und ich werde meinen Weg weitergehen. Ich werde weitermachen. Und da kann mich niemand stoppen. Was ich bis jetzt aufgebaut habe, ist auch wichtig für die Kirche. Ich präsentiere die Kirche, wo sonst kein Priester eingeladen ist, im Fernsehen zum Beispiel. Ich bin da. Die Journalisten finden meine Story interessant, weil ich ein bisschen verrückt bin. Und Verrücktheit gehört zur franziskanischen Gemeinschaft. Schwächen sind auch Teil unseres menschlichen Lebens. Ein Priester hat auch keinen Flügel und er hat auch keinen Heiligenschein. Ein Priester ist genauso ein Mensch wie ihr. Es ist für mich wichtig, dass ihr das versteht. Viele, nicht alle, viele Priester halten sich für ausgewählt, dass sie besondere Menschen sind, dass sie besser sind, dass sie Qualitäten haben, die das gemeine Volk nicht hat. Sie zeigen zum Teil ihre Macht, sie vermitteln, dass sie die Besseren sind. Aber wir sind auch Menschen. Wir reden von sehr vielen frommen Dingen und von vielen Traditionen, und laufen dabei wirklich weg von der Realität. Der Theologie der Menschlichkeit ist die Lehre davon, was Jesus gemacht hat. Und wir müssen dahin einfach zurückkehren. Das ist meine Message. Menschlichkeit ist die größte Religion der Welt. Und durch diese Arbeit erreiche ich die Fernstehenden, die zwar mit der Institution Kirche nichts mehr anfangen können, ihren Glauben aber nicht verloren haben. Ich möchte mich bei vielen Menschen bedanken, besonders bei meinen Mitbrüdern. Ja, sie sind einfach da, sie schauen auf mich und das tut einfach gut. Danken möchte ich auch den Journalisten. Vielen haben berichtet, einige haben im Fernsehen eine Doku über mich gemacht und ich bedanke mich ganz herzlich bei ihnen, weil sie einfach in mir das gesehen haben, was eine gute Story sein könnte. Ich bedanke mich auch bei meinen vielen Kameramännern, Freunde, die einfach mich unterstützen. Auch beim Elias, der meine Musik macht. Und ich bedanke mich bei den vielen Leuten, die meine Lieder hören, meine Videos anschauen, die Kommentare schreiben und auch meine Videos teilen. Ich freue mich auf eure Likes, auf eure Abonnements. Und hier möchte ich mich nicht rechtfertigen, sondern Missverständnisse auszuräumen und euch sagen, worum es mir in diesem Kanal geht. Vielen herzlichen Dank. Gottes Segen, ganz liebe Grüße. Sandesh Manuel.